In den kommenden Vorlesungen möchten wir ein bisschen auf Implementierungsaspekte eingehen und so sehen, wie wirklich auch die Daten auf der Festplatte liegen, welche Konsequenzen das haben kann oder hat für die Ausführungsperformance von Anfragen. Wir sehen hier ein sogenanntes Fünf-Schichten-Modell einer Datenbank. Und wie Sie bereits sehen können, hier oben gerade ist es im Prinzip das hier gewesen, was wir uns in den letzten Vorlesungen angeschaut haben. Das heißt, wir haben über SQL gesprochen, wir reden von Relationen und Sichten über diesen Relationen. Das nennt man auch ja, das Datensystem oder die mengenorientierte Schnittstelle zu diesem Datensystem. Und drunter liegt dann eine sogenannte satzorientierte Schnittstelle. Wenn Sie sich daran erinnern, an diesen kurzen Überblick über JDBC, wie man also in Programmiersprachen, beispielsweise in diesem Falle Java, auf die Datenbanken zugreift. Da gab es ja diesen Iterator-Prinzip oder Result-Set-Prinzip, konnte also durch diese einzelnen Tupel durchwandern. Also man hat so eine Art Schnittstelle der Form, finde das Tupel, speichere das Tupel und so weiter. Man hat also sogenannte Scans und eben diese Tupel, mit denen man arbeitet. Indexstrukturen gibt es auch, also Bäume und so weiter, die hier verwendet werden können. Darunter liegt dann die interne Satzschnittstelle. Also man redet hier auch wieder von Tupeln, also von Sätzen, eben internen Sätzen und auch hier wieder Indexstrukturen, Support, Bäume, Hashtabellen und so weiter. Also man kann Tupel in Bäume einfügen und so weiter. Dann weiter drunter redet man dann von Segmenten und Seiten, also die Speicherung von Tupeln in dem Datenbanksystem organisiert in sogenannte Segmente, die wiederum aus Seiten bestehen. Man hat eine Pufferschnittstelle zwischen eben diesem Speichersystem und der Pufferverwaltung, die wir auch kennenlernen werden. Das braucht man deswegen, weil eben Festplattenzugriffe so teuer sind im Verhältnis zu Hauptspeicherzugriffen. Hier in diesem Falle von Segmenten und Seiten kann man dann eben Seiten holen von der Festplatte, also freigeben. Man kann ja, bestimmte Zugriffsrechte definieren auf diesen Segmenten und so weiter. So, dann weiter drunter liegen dann Dateien und Blöcke im Dateisystem. Man kann auch hier wieder natürlich lesen und schreiben von diesen Blöcken. Also wir reden hier auch von so einer Dateischnittstelle. Ganz unten sehen wir dann wirklich die Zylinder und Spuren und so weiter von Festplatten. Wir haben hier Treiber, die es uns erlauben, mit diesen Informationen auf der Festplatte zu kommunizieren oder diese Informationen zu lesen. Das ganz oben haben wir SQL, unten haben wir die Treiber. Wir wollen jetzt hier im Folgenden ein bisschen schauen, was so diese einzelnen Schichten für einen Einfluss haben auf die Performance. Insbesondere werden wir auch Indexstrukturen besprechen, den berühmten B+-Baum zum Beispiel. Mit Anfrageverarbeitung beschreibt man den Prozess von der eingehenden Anfrage bis zur Ausgabe der berechneten Ergebnisse. In dieser Anfrageverarbeitung oder Anfrageausführung steht eine Menge verschiedene Punkte drin. Zum Beispiel das Parsen der Anfrage, die als Text gegeben ist, also als Zeichenkette gegeben ist, in eine interne Repräsentation. Wir reden da auch von Anfrageplan oder logischem Anfrageplan, im Englischen Queryplan. Dieser wird natürlich noch optimiert, logisch optimiert mit diesen Äquivalenzregeln, die wir kennengelernt haben und dazu später auch mehr in der Vorlesung. Es gibt auch noch eine physische Optimierung und kostenbasierte Anfrage und die Optimierung, wo man eben verschiedene Pläne betrachtet und dann den günstigsten auswählt im Vergleich zu der logischen Optimierung. Wir haben natürlich auch ein Laufzeitsystem, wo die Anfrage wirklich ausgeführt wird. Jedenfalls ist die Anfrage vorher kompiliert worden, das heißt in ausführbaren Code übersetzt worden und am Ende eben werden die Ergebnisse berechnet und den Benutzern oder dem Anwendungsprogramm zurückgeliefert. Wir werden hier verschiedene Aspekte von in den folgenden Inhalten der Vorlesung betrachten. Sie sehen hier die sogenannte kanonische oder eine kanonische Übersetzung von SQL in einen Operatorbaum. Das ist eine ganz einfache Anfrage, wo wir einfach nur hier diese einzelnen Attribute herausnehmen wollen aus dem Ergebnis,
Das Ergebnis besteht aus hier diesen einzelnen Relationen zusammen verknüpft durch ein Kreuzprodukt. Und wir haben hier auch noch ein Prädikat P. Wir haben ja gesehen, dass man, wenn man das so hinschreibt mit diesen Relationen in der Fromm-Klausel, dass das eigentlich ein Kreuzprodukt ist. Man hofft natürlich, dass man das Prädikat, was hier oben gegeben ist in der Selektion, irgendwie noch runterschieben kann, aufspalten kann anhand von den Äquivalenzregeln und dann hier nach unten schieben kann, sodass man hoffentlich die Kreuzprodukte ersetzen kann durch einen Join-Operator. Denn ein Kreuzprodukt zu berechnen ist natürlich super teuer, weil man alle möglichen Kombinationen betrachten muss. Also generell lässt sich ein Join, besonders wenn man einen Equi-Join hat oder einen natürlichen Join hat, eben wesentlich einfacher berechnen als eben so ein teures Kreuzprodukt. Das ist eine Sache, man möchte versuchen, hier die Operatoren neu zu ordnen und eben die Anfrage effizienter ausführbar zu machen. Die andere Überlegung ist natürlich, wie kann ich denn die einzelnen Operatoren überhaupt implementieren? Das heißt, hier unten sehe ich jetzt hier eine Relation, was muss ich da tun? Naja, ich muss die Tupel der Relation irgendwie auslesen und dann am Ende müssen die Ergebnisse hier oben ankommen. Das heißt, im einfachsten Fall, sogenannten pull-basierten Verarbeitung, fließen die Tupel von unten nach oben in den Baum. Und zwar so, dass man sich so vorstellen kann, dass hier oben die Anwendung hier auf diesem obersten Operator so eine Art Next-Methode aufruft. Denken Sie da an das Result-Set von JDBC. Und diese Next-Methode liefert immer ein weiteres Ergebnis von diesem Baum, den hier dargestellt wird. Diese Next-Methode auf der Projektion ausgeführt, ist recht einfach, denn die Projektion muss dafür einfach nur ein weiteres Tupel holen und dann eben die entsprechenden Attribute zurückliefern. Wo bekommt dieser Operator hier das Tupel her? Naja, von diesem Operator. Das heißt, dieser pinkfarbene Operator würde von dem grünen Operator auch wieder die Next-Funktion aufrufen und dieser grüne Operator, die Selektion in dem Fall, würde eben ein Tupel nach oben liefern. Wo bekommen denn die Selektion die Tupel her? Naja, von dem Join unten drunter. Und auch hier gilt es wieder, die Next-Methode von diesem Join aufzurufen und so weiter und so fort. Das heißt, man zieht die Daten ausgehend von hier oben, von dem Baum, von unten nach oben. Daher auch der Name Pull-basierte Verarbeitung. Sie haben sie hier schon gesehen, wir haben hier Methoden Next. Und im Wesentlichen ist das so die wichtigste oder eine der Methoden für diese Implementierung von den Operatoren. Man kann sich das so vorstellen, das sogenannte Iteratorkonzept, dass diese Iteratoren irgendeine Klasse sind, zum Beispiel eine Java, ein Interface, und die einzelnen Operatoren, Selektion, Projektion, Join und so weiter, implementieren diese Schnittstelle. Wir haben hier nicht nur die Methode Next, sondern auch noch zur Initialisierung eine Methode Open, eine Methode Close, wo dieser Iterator zurückgesetzt wird und die Verbindung zu den Dateien zum Beispiel geschlossen wird. Wir haben auch hier Methoden, die nachher der Anfrageplanung dienen, wie Size und Cost. Und wie man hier sehen kann, hier oben das Anwendungsprogramm würde dann eben anhand von diesen Methoden diesen Baum initialisieren mit Open. Das Open würde dann runterlaufen natürlich und alle Operatoren initialisieren. Und dann würde man hier mit der Next-Methode eben die einzelnen Tupeln dann nach oben ziehen. Und damit das funktioniert, werden die Tupeln natürlich auch von diesen drunterliegenden Operatoren dementsprechend angefordert. Das nennt man Iterator-Konzept. Also man hat Open, Next, Close, Cost und Size. Und ein toller Übersichtsartikel zu diesem Thema ist dieser hier, Query Evaluation Techniques for Large Databases, aus den ACM Computing Surveys von 1993 schon, von Götz Gräfe. Sehr empfehlenswert. Diese Verarbeitung, die ich gerade skizziert habe und auch schon so benannt habe, ist die pull-basierte Verarbeitung. Das heißt, der Datenfluss ist von unten nach oben. Wir ziehen also von oben diese Tupel raus und die Operatoren unten drunter müssen eben diese Tupel liefern. Also wir haben hier Konsument, Produzent, Verhältnis oder Relation. Die Zwischenergebnisse, die anfallen, wenn ich hier die Next-Methode aufrufe und die Tupel wandern eben von unten nach oben in den Baum bis zum Ergebnis nach oben, bis zum Anwender nach oben. Die Zwischenergebnisse werden im Allgemeinen nicht wirklich materialisiert, also abgespeichert, sondern einfach nur für die Berechnung der Ergebnisse herangezogen und nicht weiter gespeichert.
Im Gegensatz zu dieser pull-basierten Verarbeitung gibt es auch die sogenannte push-basierte Verarbeitung. Insbesondere bei Datenstromsystemen ist das relevant. Da wird man nicht next, next, next aufrufen, um Ergebnisse zu bekommen, sondern man würde sich registrieren bei den darunter liegenden Operatoren und diese würden dann, wenn denn Tupel angefallen sind, diese Tupel aktiv nach oben liefern. Ja? Das ist die push-basierte Verarbeitung. Wenn man sich so einen Datenfluss anschaut, ist das eigentlich ganz einfach. Man zieht oben mit Next diese Tupel raus und die fließen schön von unten nach oben durch. Das ist so das Idealbild, dass die Operatoren diesen Datenfluss nicht blockieren. Im einfachsten Fall habe ich hier so eine Selektion oder auch eine Projektion und es ist recht einfach zu sehen, wenn ich jetzt hier oben als Anwendungsprogramm oder Anwender sitze und rufe Next auf von dieser Selektion. Dann wird die Selektion hier unten ein Tupel anfordern von dem weiter unten liegenden Operator. Dieses Tupel T hier verarbeiten, das Prädikat anwenden. Und wenn es denn hier oben das Prädikat erfüllt hat, wird das T einfach weitergeliefert. Gleiches gilt eben für eine einfache Projektion. Es gibt aber auch Operatoren, die blockierend sind. Die würden zum Beispiel nicht direkt die können die Tupel nicht direkt weiterliefern, sondern würden warten müssen bis zu einem gewissen Zeitpunkt, um das Ergebnis nach oben zu geben. Das heißt, diese Pipeline Breaker im Englischen blockieren den Datenfluss, weil die Verarbeitung eben in größeren Blöcken stattfindet und nicht tupelweise. Das kann man sich so vorstellen, in dem Fall haben wir hier ein sauberes Pipelining, die schwarzen Tupel, die illustriert sind, wandern von unten nach oben. Eben auf Anfrage von diesen Next-Funktionen. Im Gegensatz dazu, bei Pipeline Breaker würde man hier eine Ansammlung haben von Tupeln, die irgendwie zwischengelagert werden und verarbeitet werden und dann erst die Ergebnisse nach oben zurückgeliefert werden. Sortieren ist natürlich ein Pipeline Breaker. Ich kann ja nicht irgendein Tupel nach oben liefern, wenn ich noch nicht weiß, was unten weiterkommt. Das heißt, ich muss die Tupel erstmal zwischenspeichern. Oder zumindest mal alle betrachten und dann am Ende sortieren und die kleinsten nach oben geben. Duplikate eliminieren ist natürlich auch Pipeline Breaker. Zumindest muss ich da irgendwas noch zwischenspeichern. Aggregation ebenfalls, Join je nach Implementierung und auch die Mengenvereinigung je nach Implementierung. Wir haben noch nicht wirklich geschaut, wie man die einzelnen Operatoren implementiert. Man hat bei der Implementierung oft verschiedene Möglichkeiten, den Operator zu implementieren, also zu realisieren. Wenn ich so einen Anfrageplan habe, zum Beispiel hier mit zwei Joins und hier noch ein bisschen anderen Sachen, dann wird ja dieser Plan aus dieser SQL-Anfrage erzeugt und wird dann geeignet logisch optimiert, also auch kostenbasiert optimiert. Und am Ende muss natürlich entschieden werden, bei dieser kostenbasierten Optimierung, was nehme ich denn hier für eine Implementierung her für diesen Join? Es gibt verschiedene Implementierungsmöglichkeiten. Es gibt einen Brute Force, sogenannten Nested Loop Join, wo einfach nur durch die Brute Force Betrachtung von allen möglichen Paaren von S und T, also dem Kreuzprodukt im Prinzip, diese Paare betrachtet werden und am Ende das Join-Prädikat angewandt wird. Der erscheint recht teuer, funktioniert aber für alle möglichen Prädikate. Es gibt noch weitere Implementierungen, zum Beispiel ein Join, der auf Sortierung beruht, das sogenannte Sort-Merge-Join oder Hash-basierte Joins. Und je nachdem, wie die Daten ausschauen und unsere Kostenmodelle uns vorgeben, würden wir dann den einen oder anderen Join-Operator wählen. Das ist die sogenannte physische Optimierung. Am Ende hat man dann nicht nur hier so die Angabe, dass es sich hier um einen Join handelt, sondern zum Beispiel auch noch, oder beispielsweise in diesem Falle, hätte man einen Hash-Join ausgewählt. Und diese Implementierung von diesen wirklichen Realisierungsmöglichkeiten, diese würde dann eben den Plan ausführbar machen, sodass man am Ende dieses hier komplett loslaufen lassen kann und eben die Ergebnisse bekommt oben. Ja. Dazu braucht es, wie gesagt, Kostenmodelle. Das ist elementar für diese kostenbasierte Optimierung, damit ich weiß, ob der Hash-Chain oder der Sort-Merge-Chain besser funktioniert. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, wo man das gar nicht erwarten würde, auf den ersten Blick, zum Beispiel hier bei der Relation T, die wird ja nur gelesen,
Aber wenn ich jetzt hier irgendeine Indexstruktur habe für T, also einen Baum, der mir ganz effizient die Tupel von T rausholt, für die ein gewisses Kriterium gilt, dann kann ich vielleicht hier anstelle von T komplett zu lesen von der Festplatte nur Teile davon lesen, die ich hier für den Join brauche. Das heißt, diese Optimierung muss auch schauen, wo kann ich denn hier anstelle von einem Lesen der gesamten Datei eben solche Indexstrukturen benutzen. Ja? Und auch sehen anhand des Kostenmodells, ob es überhaupt Sinn macht, einen Index zu benutzen. Das nur zum Überblick auch über diese physische Optimierung und verschiedene Implementierungstechniken. Die Implementierung von den einzelnen Operatoren, also diese Join-Methoden oder auch Sortiere und so weiter, das ist Teil der Vorlesung Datenbanksysteme, die wir im Wintersemester anbieten. Wenn wir von Kosten reden, von Anfragekosten oder von Kosten, die anfallen bei der Ausführung einer Anfrage, dann ist natürlich wichtig zu wissen oder ein Gefühl dafür zu kriegen, was wie viel kostet im Sinne von Zugriffskosten in Nanosekunden oder Sekunden. Das sind Zahlen hier von Jeff Dean, sind schon ein paar Jahre alt, die Zahlen. Aber im Wesentlichen sollte sich da nicht wirklich viel daran geändert haben. Die Größenordnungen sollten schon so passen. Gehen wir mal darauf ein, was wir im Datenbanksystem, was wir betrachten, am häufigsten betrachten müssen oder sehen müssen. Das sind zum einen hier die Kosten für sogenannte Disk-Seek. Disk-Seek heißt, wenn ich hier so eine normale Festplatte habe, die rotiert und ich möchte jetzt hier irgendeinen Block von dieser Festplatte lesen, diesen blauen Block zum Beispiel, und habe hier den Lesekopf der Festplatte, dann dauert es natürlich einen Moment, bis ich diesen blauen Block lesen kann. Nämlich zum einen muss ich den Kopf so verschieben, dass der da liegt, wo am Ende der Block durchhuscht. Und ich muss natürlich auch warten, bis der Block wirklich da vorbeigekommen ist. Und all das nennt man Zugriffslatenz von so einer Festplatte, im Englischen Disk Seek Time. Und die kostet, hier angegeben, kostet 10 Millionen Nanosekunden. Das entspricht 10 Millisekunden. Das heißt, wenn wir so einen Block lesen, bezahlen wir dafür immer mindestens mal 10 Millisekunden. Hier sehen Sie die Zeit, die es kostet, 1 Megabyte sequenziell zu lesen. Das heißt, wir haben eine Datei auf der Festplatte, wo die Bytes oder die Blöcke der Datei hintereinander abgelegt sind. Da gehen wir davon aus, dass das 30 Millisekunden kostet. Also das heißt, nur ein Block zu lesen kostet 10 Millisekunden. Und wenn aber die Daten sequenziell da schon liegen, dann können wir dann natürlich das ausnutzen und relativ viel lesen, in dem Fall 1 Megabyte in 30 Millisekunden. Das heißt, man kann natürlich viel mehr lesen als so einen kleinen Block, der vielleicht 8 Kilobyte oder so groß ist. Das sind natürlich kleine Zahlen, Millisekunden oder Nanosekunden, aber wenn wir das vergleichen mit den Kosten für Hauptspeicherzugriffe, sehen wir, dass wir hier über 100 Nanosekunden reden. Also 100 Nanosekunden für so einen Hauptspeicherzugriff gegenüber 10 Millionen Nanosekunden für den Festplattenzugriff. Das ist die sogenannte Zugriffslücke, die eben die Kosten so explodieren lässt, wenn man Verarbeitung der Daten nicht direkt im Hauptspeicher vorliegen hat, sondern diese Daten von der Festplatte lesen muss. Natürlich geht es immer noch besser. Wir können den Hauptspeicherzugriff vergleichen, also die 100 Nanosekunden, den Zugriff, den es braucht oder es kostet, wenn ich Daten bereits im L1-Cache liegen habe, da reden wir von einer halben Nanosekunde, oder Daten im L2-Cache, die brauchen dann eben für den Zugriff 7 Nanosekunden. Natürlich ist es auch wieder super viel schneller als diese 100 Nanosekunden, aber natürlich nicht in der Größenordnung vergleichbar mit diesem Problem, dass eben die Festplatte super langsam ist im Vergleich zum Hauptspeicherzugriff. Es sind noch andere Zahlen gegeben. Jeff Dean arbeitet ja bei Google. Natürlich ist dann auch interessant zu betrachten, wie teuer es ist, irgendein Netzwerkpaket zu verschicken zwischen Kalifornien und den Niederlanden. In dem Fall kostet das 150 Millisekunden oder andere Dinge wie so eine Roundtrip, also so eine Nachricht, die im Netzwerk verschickt wird innerhalb eines Datensenders, das hier 500.000 Nanosekunden, also eine halbe Millisekunde, kosten würde. Wie gesagt, die Zahlen sind natürlich nicht akkurat, nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, L2-Cache kostet immer 7 Nanosekunden. Der Punkt hier ist eben, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was so die Größenordnungen sind zwischen diesen einzelnen Zugriffskosten.
Kann man sich auch so illustrieren, als Analogie sehen wir hier auf der rechten Seite, wie lange es dauert, an Informationen zu kommen, die in unserem Kopf sind. Wir denken nach und dann fällt es uns ein, was wir uns gerade erinnern wollten, irgendeine Telefonnummer zum Beispiel. Und wenn das eine Minute dauert, entspricht das ungefähr den Kosten von unter einer Nanosekunde für den Zugriff auf die Register einer CPU. Wenn wir über Caches reden, Level 1, 2, 3 Caches, also wir reden über mehr als eine Nanosekunde, könnte man sagen, dass ich hier die Informationen, also die Telefonnummer zum Beispiel, in irgendeinem Telefonbuch habe, das sich in dem gleichen Raum befindet. Also ich muss dann hingehen, in dem Buch nachschauen und das kostet dann 10 Minuten. Das ist natürlich ein Faktor 10 höher, als eben diese Informationen im Kopf zu haben. Und dann reden wir hier vom Zugriff über einen Hauptspeicher von 100 Nanosekunden. Und das würde entsprechen in der Analogie, dass ich hier die Informationen nicht im Kopf habe, nicht im Raum finde, sondern eben irgendwo in der Stadt, wo ich dann hingehen muss oder hinfahren muss. Und das kostet eben schon eine ganze Stunde. Und jetzt kommt diese große Zugriffslücke ins Spiel. Von diesen 100 Nanosekunden gehen wir jetzt auf 10 Millionen Nanosekunden, die es kostet, um die Informationen auf der Festplatte zu finden. In der Analogie bedeutet das, dass die Information, die wir suchen, nicht in der Stadt ist, auch nicht im Raum und auch nicht im Kopf, sondern auf dem Planeten Pluto, der 2 Jahre entfernt ist in der Reise. Das heißt, man würde hier ja, sehr lange brauchen. Eine Stunde und 2 Jahre ist natürlich ein Riesenfaktor dazwischen. Letztendlich haben wir unten noch die Archivspeicher erwähnt, mit irgendwelchen DVDs, Blu-ray-Discs oder Bändern. Da ist der Zugriff über eine Sekunde teuer und das würde entsprechen, dass wir hier zum Andromeda fliegen müssten, dauert 2000 Jahre. Und also man sieht, das ist ein sehr großer Unterschied zwischen diesen einzelnen Punkten. Der Punkt für uns wichtig, oder der wichtig ist, ist eben, dass wir hier den Hauptspeicher haben, der relativ schnell ist und eben die super langsame Festplatte, eine Zugriffslücke von 10 hoch 5, die wir hier haben. Und dagegen muss natürlich was getan werden. Das heißt, was wir tun müssen, oder das Problem, das wir hier haben, ist, dass die Daten irgendwo persistent gespeichert werden müssen, also nicht nur im Hauptspeicher. Das klappt noch nicht, weil der Hauptspeicher noch flüchtig ist. Es gibt mittlerweile Arbeiten zu sogenannten Non-Volatile RAM, also RAM, was dann nicht verschwindet, wenn der Strom abgeschaltet wird. Aber das ist noch nicht so verbreitet oder marktreif, dass man das da kaufen könnte. Das heißt, man hat die Daten auf der Festplatte persistent gespeichert und oben drüber den Hauptspeicher. Man muss irgendwie versuchen, einen Teil von den Daten im Hauptspeicher zu halten, sodass dann die Transaktionen, also die Anwender, die auf die Daten dann eben zugreifen, diese schnell bekommen können, mit 100 Nanosekunden. Und eben, wenn die Daten im Hauptspeicher sind, nicht auf die Festplatte gehen müssen, um die Daten zu laden. Das heißt, wir werden hier eine Art Pufferverwaltung betrachten, wo verschiedene Strategien benutzt werden, um eben diesen Puffer in einer geschickten Art und Weise zu halten. Und zu maintainen, dass man eben die Seiten, die oft gebraucht werden, auch im Puffer findet, sodass man nicht, wenn man Glück hat, auf die Festplatte zugreifen muss. Das heißt, wir haben eine zweistufige Organisation der Daten. Einmal den persistenten Speicher, den nicht flüchtigen Speicher, den großen Speicher, den billigen Speicher, also Festplatten, Terabyte groß und so weiter. Und dann eben noch einen Datenbankpuffer, wo eben Seiten zwischengespeichert werden. Hier ist eine Veranschaulichung von dieser zweistufigen Speicherhierarchie. Wir haben also links den Datenbankpuffer, der befindet sich im Hauptspeicher beispielsweise, und auf der rechten Seite den Hintergrundspeicher, also zum Beispiel eine Festplatte, wo die Daten persistent liegen, mehrere Terabyte groß und so weiter. Und hier hat man mehrere Megabyte oder Gigabyte von Platz im Hauptspeicher. Natürlich passt nicht die ganze Festplatte in den Hauptspeicher rein, sodass man sich entscheiden muss, welche Informationen hier im Hauptspeicher gespeichert sind. Also man betrachtet das folgendermaßen, und zwar würde man hier ein Anwendungsprogramm haben, das möchte die Seite oder das Tupel D haben. Dann würde man sehen, wo ist denn das Tupel D? Das befindet sich in der Seite PA. Seite PA, oh, die Seite PA befindet sich im Hauptspeicher, im Datenbankpuffer. Das heißt, hier haben wir Glück gehabt und können diese Seite direkt
laden. Also sehr effizienter Zugriff. Oder wir möchten eine Seite haben, zum Beispiel die Seite B. Die finden wir nicht im Hauptspeicher, sondern die ist noch auf der Festplatte. Das heißt, hier müssten wir zur Festplatte gehen, diese Seite laden. Das ist natürlich teuer. Und wenn wir die Seite geladen haben, wird die Seite hier gespeichert. Und im nächsten Schritt könnte man eben mit anderen Anwendern auf diese Seite pb zugreifen und das Tupel b daraus lesen. Irgendwann ist der Speicher voll, der Hauptspeicher voll. Man müsste sich entscheiden, welche von diesen Seiten kann ich jetzt auslagern auf die Festplatte, also zurückschreiben, falls es Änderungen gab. Das heißt, wie kann ich hier meinen Pufferinhalt effizient und sinnvoll organisieren. Wir sehen hier auch, was passieren kann, wenn wir mit dem Puffer arbeiten. Das werden wir später im Abschnitt über Transaktionen noch ein bisschen ausführlicher diskutieren. Wir sehen hier, dass wir das Tupel C in C' geändert haben im Puffer. Allerdings, dass das Tupel C hier in der ursprünglichen Form auf der Festplatte liegt. Und wenn jetzt das Datenbanksystem, also der Server, abstürzen würde, wäre der Hauptspeicher verloren. Die Festplatte wäre noch da nach Wiederanlauf des Systems, wenn wir davon ausgehen, dass es nur ein Stromausfall war. Das heißt, die Änderungen, die der Benutzer für dieses Tupel C gemacht hat, sind verloren. Das möchte man natürlich vermeiden, gerade dann, oder insbesondere dann, wenn der Benutzer oder die Benutzerin bereits diese Transaktion, das heißt diese Verarbeitung, garantiert bekommen hat, dass sie erfolgreich abgeschlossen wurde, dann darf die Änderung nicht verloren gehen. Es kann auch sein, dass man hier eine Änderung A' bereits auf die Festplatte geschrieben hat, weil der Puffer voll wurde und man diese Seite auslagern musste. Das heißt, man hat hier diese Änderung auf der Festplatte und jetzt die Datenbank abstürzt und das System wieder anläuft, hat man hier die Änderung A'. Aber was ist, wenn die Änderung A' Teil einer Transaktion ist, also eines Ablaufs von verschiedenen Anweisungen, die nicht komplett durchgelaufen sind, dann muss man das A' wieder rückgängig machen und irgendwie wieder das A finden und das A' durch das A ersetzen. Also diese zweistufige Speicherhierarchie hat eben diesen riesen Vorteil, dass man diesen Puffer hat, der eben die hoffentlich die am meisten gebrauchten Seiten speichert, hat aber auch das Problem, dass man dadurch solche Dinge betrachten muss, wie gerade diese Probleme, die ich skizziert habe. Im Falle von Datenbankfehlern. Hier nochmal kurz illustriert den Aufbau einer klassischen Festplatte. Ich habe das ja schon ein bisschen hingemalt zuvor bei den Zugriffskosten. Also wir haben hier die Sektoren, die nennen wir auch Blöcke oder Seiten. Hier haben wir so einen ganzen Track. Wir haben den Lesekopf, der befindet sich hier, und diesen Lesearm. Und dieser kann sich schwenken, dieser Arm. Und man kann auch zwischen den einzelnen Leseköpfen für die verschiedenen Platten hin und her schalten. Und all das verursacht natürlich Kosten. Das sind genau diese Disk-Seek-Kosten, die Latenz, die ich jedes Mal bezahlen muss, wenn ich hier den Arm neu positioniere, auf den richtigen Kopf umschalte und warten muss, bis dann der Sektor auch an dem Arm vorbeigelaufen ist. Aber ich denke, die meisten werden schon so eine Illustration in anderen Vorlesungen gesehen haben. Für uns ist wichtig, dass wir verstehen, dass es verschiedene Kosten gibt. Zum einen die Kosten, eben so einen Sektor zu lesen. Der muss immer noch dafür bezahlen, dass eben der Arm nicht auf der richtigen Position steht und so weiter. Also mechanische Kosten, die hier anfallen. Und natürlich die Kosten, wenn der Arm wirklich perfekt positioniert ist und der Sektor läuft vorbei, dann kann ich natürlich hier nicht nur den Sektor lesen, sondern so einen ganzen Track und mehr. Dann sind natürlich diese Kosten für pro Byte effizienter, als wenn ich nur so einen kleinen Datenpunkt, so einen kleinen Block lese. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben Tracks, die sind Teil eines Zylinders der Platte. Zylinder sind eben diese Tracks über diese einzelnen Platten hinweg. Sektoren sind Teil eines Tracks. Hier noch eine kleine Anmerkung zu historischer Definition von Sektoren pro Track. Dann haben wir Blöcke. Blöcke sind im Wesentlichen die Sektoren. Nennt man auch manchmal Physical Record. Und diese Blöcke sind die kleinste Transfereinheit, die möglich ist für die sogenannten Block Storage Devices, wie zum Beispiel Festplatten.
Also in Festplatten lesen wir keine einzelnen Bytes oder Bits, sondern immer nur Blöcke, typischerweise so in der Größenordnung von 4 Kilobyte, 8 Kilobyte oder historisch eben den 512 Byte. Also wir können nicht einzelne Bits und Bytes lesen, sondern einfach nur diese Blöcke. Es gibt auch Unterschiede zwischen diesen Blöcken und den Seiten des Dateisystems. Im Dateisystem kann so ein Block, also ein Dateisystemblock, kann mehrere physische Blöcke auf der Festplatte umfassen, aber das auch nur als Anmerkung. Das heißt, wir haben das Problem, so eine Festplatte zu haben, wo Blöcke drauf liegen. Wir haben gesehen, dass eben das Lesen solcher Blöcke Kosten verursacht. Hoffentlich können wir die Anwendung so konfigurieren oder optimieren, die Anfrage, dass wir möglichst so ganze Chunks von diesen Blöcken lesen, weil wenn ich hier diesen lese und diesen, dann muss ich jedes Mal 10 Millisekunden zahlen. Also die Latenz, und das ist natürlich nicht sehr gut. Das ist der Unterschied zwischen wahlfreien und sequentiellen Zugriffen. Wahlfrei wären jetzt die grünen und sequentiell dieser blaue Zugriff. Wenn Sie das Thema interessiert, es gibt verschiedene Tools unter den verschiedenen Betriebssystemen. Hier ein Beispiel für Linux. Hier habe ich mal ausgedruckt, was so mein Desktop-PC im Büro für eine Festplatte drin hat. Das sogenannte HD-Parm-Tool. Man sieht hier eben diese Größe von Sektoren und andere Angaben, die man hier, ja, falls es eines interessiert, sehen kann.